Sei es der Kochmantel für den Koch, die Warnkleidung für den Straßenarbeiter oder die Sicherheitsschuhe für den Bauarbeiter. Es gibt eine Vielzahl an berufsspezifischen Kleidungsstücken. Doch lässt sich Berufskleidung eigentlich steuerlich geltend machen? Berufskleidung ist ein Thema, das vor dem Bundesfinanzhof permanent diskutiert wird. Was ist überhaupt eine Berufskleidung? Die Berufskleidung ist nur dann abzugsfähig, wenn es eine reine, typische, für den Beruf notwendige Kleidung darstellt. Typisch und notwendig für den Beruf. Das ist also die Grundvoraussetzung, um Kleidung, die ich im Beruf trage, von der Steuer absetzen zu können. Wolfgang Streich, Steuerberater in Amberg, hat hierzu auch ein Beispiel. Hauptbeispiel ist, und für mich immer ganz bezeichnend, der Pfarrer. Mit dem Pfarrertalar oder mit der Richterrobe kann man nicht auf der Straße herumlaufen. Es käme zumindest sehr komisch. Und deswegen ist das die typische Berufskleidung, wo natürlich zu 100% Abzugsfähigkeit gegeben ist. Doch steuerlich geltend machen lässt sich längst nicht alles, was ich im Beruf trage. Ein Beispiel, die Arztkleidung. Die Ärzte haben in der Regel weiße Kittel, haben auch weiße Hosen. Aber wenn das jetzt eine weiße Jeans ist, die kann ich wieder auf der Straße anziehen. Also keine typische Berufskleidung, dann kriege ich da als Steuerpflichtiger, wenn ich ein Arzt wäre, ein Problem. Es reicht aus steuerlicher Sicht also nicht, die Kleidung einfach nur im Beruf zu tragen, um sie absetzen zu können. Das wird auch beim Thema Anzug deutlich, selbst wenn ich den ausschließlich in der Arbeit trage. Auch wenn ich persönlich sage, ich laufe nur in Hip-Hop-Kleidung rum, ist das dem Finanzamt vollkommen wurscht, denn der Anzug, den ich im Büro oder in der Bank oder bei den Ämtern anziehen kann, den kann ich eben auch privat anziehen. Und damit ist es keine typische Berufskleidung. Typische Berufskleidung sei dagegen immer abzugsfähig. Hier gäbe es auch keine Höchstgrenzen. Doch beim steuerlich geltend machen kommt es auf noch etwas an. Ich muss mit meiner Arbeit Geld verdienen wollen. Einnahmeerzielungsabsicht muss da sein, dann kann ich auch meine beruflichen Kosten entsprechend geltend machen. Aber eben typisch muss es sein. Mehr Informationen zum Thema Berufskleidung bekommen Sie beim Steuerberater.